успіхів у всьому, у роботі, у особистому житті, ну і, звичайно ж, талановитих, здібних учнів і задоволення від роботи, якою ви займаєтесь. Ну, а сьогодні ми поговоримо про деякі речі, які, сподіваюся, цікавлять нас усіх. Ми поговоримо, я говорю завжди ми, тому що я виступаю тут від імені нашого маленького авторського колективу разом із Ганною Володимирівною Гоголєвою, з якою ми працюємо над розробкою навчально-методичних комплексів з німецької мови, як для першої іноземної, так і для другої. Ну і оскільки ми говоримо про німецьку мову, то я хотіла б запропонувати вам спілкуватися також або ж українською, або німецькою, як вам буде зручно. Будь ласка, ставте свої запитання або подавайте коментарі. Я сподіваюся, що в кінці презентації я зможу відповісти на ті запитання, які ви поставите, або прокоментую, можливо, ваші якісь думки, які ви також, якими ви поділитеся з іншими колегами. Ну, а я хотіла б запропонувати з мого боку виклад презентації німецькою мовою, нашою робочою мовою, так би мовити. Also ich hoffe, Sie sind nicht dagegen, dass wir entweder auf Ukrainisch oder auf Deutsch heute kommunizieren. Das Wort ist sehr wichtig, weil wir heute, obwohl diese Kommunikation hier so einseitig ist, aber ich hoffe, dass wir heute zusammen einige Probleme oder einige Möglichkeiten besprechen können, die heutzutage zu wichtigen Aufgaben der Schulbildung gehören. Weil die Schlüsselqualifikation, die Schlüsselfähigkeiten und Kompetenzen des 21. Jahrhunderts vor uns wichtige Herausforderungen stellen. Und zu diesen Herausforderungen gehören unter anderem auch, dass wir unseren Kindern beibringen können, wie sie durch die Sprache auch ihre Lebenskompetenzen erweitern können. Warum beginnen wir hier mit solchen globalen Fragen? Weil wir durch das Schulfach Deutsch, mit dem wir schon in der ersten Klasse beginnen können, unsere Kinder nicht nur erziehen, nicht nur ihnen neue Kenntnisse vermitteln können, sondern wir können ihnen auch helfen, dass sie sich auch im Leben sicherer fühlen. Und das gilt nicht nur für die Sprachkenntnisse, sondern auch für das Weltwissen, das sie durch das Schulfach Deutsch bekommen können. Wir sprechen über die Möglichkeiten, die das Lehrwerk Deutsch lernen ist super anbietet. Wir sehen hier, dass diese Reihe Deutsch lernen ist super schon 11 Komponenten enthält. Also es gibt schon die ganze Reihe für die bestehenden Klassen, von der ersten Klasse bis zur 11. Und wir sprechen heute über dieses Lehrwerk, das als erste Fremdsprache konzipiert oder für die erste Fremdsprache konzipiert ist und das dem neuen Curriculum für die neue ukrainische Schule entspricht. Und selbstverständlich denken wir immer an die europäische Tradition. Wir denken immer daran, dass wir die besten Erfahrungen unserer europäischen Kollegen hier auch präsentieren können, dass wir uns austauschen können und dass wir auch diesen Kompetenzen entsprechend auch das Material anbieten können. Also das Material, den Lernstoff unserer Lehrwerke. Die Lehrwerke, ich betone immer wieder, ich wiederhole immer wieder dieses Wort, weil wir nicht nur ein Lehrbuch konzipieren oder entwickeln, sondern auch das ganze Lehrwerk. Und dieses Lehrwerk besteht aus einigen Komponenten, aus einigen Bestandteilen. Das ist
aus einigen Bestandteilen, dass die wichtigste Komponente, der wichtigste Bestandteil ist natürlich das Lehrbuch, das von dem Ministerium auch in die Schulen angeboten wird, ja, empfohlen wird, aber auch andere Bestandteile. Da wir immer ein Lehrwerk entwickeln, nicht nur ein Lehrbuch, heißt es, dass alle Komponenten, alle Bestandteile einander ergänzen können. Sie sind nur als Ganzes, als eine Einheit zu betrachten, wo jedes einzelne Teil die anderen Komponenten ergänzt, vollständigt, mit den anderen Komponenten auch so verzahnt ist. Und zu diesen Komponenten gehört also nicht nur das Arbeitsbuch, nicht nur das Lehrbuch, sondern auch das Arbeitsbuch, wo auch Aufkleber, in das auch Aufkleber oder Sticker integriert sind. Diese Sticker sind in erster Linie dafür gedacht, dass sie bei den Aufgaben zum Höherverstehen benutzt werden, je nachdem, zu welchen Situationen, zu welchen Wörtexten diese Bilder, diese Sticker, diese Aufkleber passen. Außerdem, was für die Kinder in der Grundschule auch sehr wichtig ist, gibt es auch Flashkarten. Flashkarten, das sind die Karten, auf denen auf einer Seite bestimmte Gegenstände durch die Bilder semantisiert werden können, indem na, zum Beispiel Tiere oder Zahlen gezeichnet sind und auch mit einem Wort kommentiert sind. Und auf der Rückseite stehen dann einige Aufgaben dazu. Das bedeutet, dass wir diese Karten auch nicht nur zur Präsentation von neuen Wortschatzelementen einsetzen können, sondern sie auch in der Übungsphase, auch in Gruppen oder in der ganzen Klasse auch den Kindern anbieten können, damit sie auch diese Karten für die Lösung von verschiedenen Aufgaben benutzen können. Außerdem, was auch für die Lehrkräfte eine große Hilfe sein muss, entwickeln wir ein Lehrerhandbuch. Dieses Lehrerhandbuch enthält unsere Vorschläge für die Stoffverteilung, das heißt so wie im ukrainischen Kalendarplan. In diesem Vorschlag, also in der Stoffverteilung, im Stoffverteilungsplan, werden Themen angegeben, werden Kompetenzen angegeben, Lernziele angegeben, sowie auch der lexikalische und der grammatische Material angegeben, an dem gearbeitet wird, sowie Übungen und Aufgaben Übungen und Aufgaben für die Entwicklung von verschiedenen Kompetenzen, sowie Lesen, Sprechen, Schreiben und Hören. Und außerdem gibt es hier auch Vorschläge, wie auf welche Weise man den Unterricht auch gestalten kann. Es gibt praktisch eine ganz klare, eine sehr detaillierte Lehrskizze, Beschreibung für jede Stunde, für den Stundenablauf, wie, auf welche Weise, welche Übungen eingesetzt werden können. So bekommt der Lehrer mit dem Lehrerhandbuch eine Übersicht nicht nur für das ganze Schuljahr, sondern auch für jede konkrete Stunde, was gemacht werden kann, in welcher Form, wie das kommentiert werden kann. Das ist insbesondere für junge Lehrkräfte wichtig, damit sie sich besser im Stoff orientieren können. Und selbstverständlich gibt es hier auch Transkriptionen von Wörtexten als auch Lösungen. Außerdem enthält das Lehrwerk auch Tonaufnahmen. Die Aufnahmen, die für die Hörtexte, für die Höraufgaben gedacht sind. Die Tonaufnahmen gibt es nicht nur in Form einer CD, sondern was wir auch später sehen,
können die ganz einfach auf der Webseite des Verlags herunterladen. Na, und wenn ich schon das Wort Webseite des Verlags erwähnt habe, heißt es, dass dort natürlich nicht nur verschiedene Tonaufnahmen zum Herunterladen angeboten sind, sondern auch viele andere Online-Aufgaben, Online-Übungen, die die Kinder selbstständig online auf der Lernplattform des Verlags machen können. Wenn wir dann, wenn wir dann auch eben über dieses Angebot auf der Webseite des Verlags sprechen, also sehen Sie hier diese Seite, die Sie im Internet entdecken können, interaktive.rane.com.ua, so auf englische Weise geschrieben. Und da kann man nicht nur das Lehrbuch, die volle Version des Lehrbuchs, die elektronische Version des Lehrbuches entdecken, sondern auch eben das, was ich erwähnt habe. Die Tonaufnahmen kann man leicht herunterladen. Da gibt es auch Texte der Höraufgaben, also Transkripte noch parallel dazu. Und außerdem gibt es noch Arbeitsblätter für Höraufgaben. Das bedeutet, dass und auch Vorschläge für die Projektarbeit mit Vorlagen, die einfach kopiert werden können und dann im Unterricht eingesetzt werden können. Sie sehen hier auch den QR-Code, mit dem Sie leicht auf der Seite, auf der Webseite des Verlags diese Materialien entdecken können. Ich würde sagen, dass dieses Angebot insbesondere für die Fälle gedacht ist, dass die Lehrenden aus bestimmten Gründen vielleicht nicht rechtzeitig Lehrbücher bekommen haben, dann können sie diese elektronische Version benutzen. Viele Schulen, das weiß ich schon, ich habe schon Feedback von vielen Lehrern bekommen, dass in vielen Schulen die Kinder diese Versionen einfach herunterladen und dann mit ihren mobilen Geräten, also ich meine in erster Linie hier ihre iPads oder manche auch Smartphones benutzen. Und da können Sie diese Lehrbücher auch in dieser elektronischen Version benutzen. Für den Fall, dass die Kinder diese mobilen Geräte nicht haben, können wir noch einen Ausweg, sozusagen noch eine Lösung anbieten. Die Lehrkräfte könnten entweder selber in der Schule die Kopie, also die Seiten ausdrucken oder die Kinder bitten, dass sie zu Hause diese Seiten ausdrucken und dann in die Schule schon mit den gedruckten Materialien kommen. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie das Problem gelöst werden kann, für den Fall, dass die Lehrbücher aus bestimmten Gründen nicht rechtzeitig in die Schule gekommen sind oder geliefert wurden. Was das Lehrbuch angeht, das ist natürlich eine der wichtigsten Komponenten eines Lehrwerkes. Das Lehrbuch enthält normalerweise Materialien für die Stunden, die nummeriert, die in Lektionen verfasst sind. Außerdem gibt es dann auch Wiederholungsstunden, wo der Lernstoff noch einmal wieder aufgenommen werden kann, noch wiederholt werden kann. Und in diesen Wiederholungsstunden oder nach diesen Wiederholungsstunden oder man kann die auch in die Wiederholungsstunden integrieren, werden auch Vorschläge für die Projektarbeit angeboten. Jede Stunde hat am Ende noch eine Möglichkeit oder bietet eine Möglichkeit für die Kinder an, sich selbst zu evaluieren. Man kann dann bestimmen, entweder auch das den Eltern sagen, dass ich das schon erreicht habe, ja, zum Beispiel, wenn ich das in der Schule in der Stunde gelernt habe. Die Selbstevaluation sieht so aus, dass die Kinder am Ende der Stunde bestätigen können, dass sie schon etwas gelernt haben, dass sie etwas können. Im Sinne der Handlungsorientierung.
formulieren wir diese Kompetenz, also die Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die die Kinder am Ende der Stunde schon entwickelt haben oder bestimmte Ziele, Lernziele, die sie erreicht haben, wo sie sagen können, ich kann dies und das am Ende meiner Stunde. Außerdem gibt es dann noch eine Hilfe sowohl für die Lehrenden als auch für die Schüler, dass am Ende alle Lernspiele, die in den Stunden eingesetzt werden und die mit Bildern, mit kurzen Kommentaren versehen sind, dass sie dann am Ende noch deutlicher, noch etwas umfassender, umfangreicher. Diese Lernspiele werden dann angeleitet, beschrieben und die Projektarbeit oder die Vorschläge für die Projektarbeit werden dann auch noch etwas ausführlicher dargestellt. Na und wie es natürlich auch schon zur Tradition gehört, gibt es am Ende des Lehrbuches ein deutsch-ukrainisches Wörterverzeichnis, wo all diese Wörter zusammengefasst sind, die im ganzen Lehrbuch irgendwann vorkommen. Noch ein paar Beispiele, wie die Online-Materialien auf der Webseite aussehen. Hier zum Beispiel die elektronische Version. Sie sehen, ganz leicht kann man die ganze Version, die ganze elektronische Version einfach herunterladen. Aber außerdem gibt es noch diese zusätzlichen Optionen, wo man einfach nur sich einloggen muss, sich kurz anmelden muss und dann läuft es alles ganz schnell und natürlich alles kostenlos. Außerdem sehen Sie hier, wie man zu den Tonaufnahmen kommt. Man kann entweder hier direkt durch den QR-Code kommen oder auch auf der Webseite kann man diese Materialien entdecken. Und entweder zu Hause, entweder im Unterricht hören oder die Kinder können, wenn sie natürlich das auch wollen, dann können sie einiges auch zu Hause hören. Das kann man genauso auch im Unterricht gestalten. Entweder mit der, wenn man im Klassenraum den Internetzugang hat, dann ist es natürlich ganz, ganz leicht. Man kann direkt im Internet hören oder man kann diese Tonaufnahmen herunterladen auf einen USB-Stick zum Beispiel und dann schon in den Unterricht bringen und dann das schon von einem Computer zum Beispiel oder an einem Computer auch vorspielen lassen. Außerdem sehen Sie hier noch ein paar Beispiele, wie Arbeitsblätter zu Höraufgaben aussehen. Ja, Sie sehen hier, dass die Kinder, wenn sie einen Text hören, parallel auch bestimmte Aufgaben machen können. Diese Aufgaben sind so konzipiert, dass man sie natürlich ausdrucken muss und dann in der Klasse verteilen. Einige sind ein bisschen so verkleinert, damit man ganz leicht damit umgehen kann, sie vervielfältigen, kopieren und dann auch verteilen. Man sieht hier auch einige Vorschläge oder einige Vorlagen, wie sie für die Projektarbeit angeboten werden. Diese Vorlagen kann man genauso kostenlos herunterladen und mit ihnen dann im Unterricht, zum Beispiel während der Wiederholungsstunden, arbeiten. Alle Schritte sind hier sehr detailliert, sehr genau beschrieben. Das wird hier auf Ukrainisch gemacht. Sie sehen, das ist eben der Anfang des Schuljahres und deswegen ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig für die Kinder, diese Arbeitsanweisungen zu verstehen. Aber damit wir den Kindern eine Möglichkeit geben, dass sie möglichst viel deutsche Sprache hören, können wir auch in einfachen Sätzen all diese Schritte erklären.
Und das wird genau im Lehrbuch genau so gemacht. Im Lehrbuch, in dem, Sie sehen hier das Inhaltsverzeichnis, 90 Stunden für das ganze Schuljahr vorgesehen sind. Das Inhaltsverzeichnis gibt eine Möglichkeit, sich leicht im ganzen Lehrbuch zu orientieren, ist übersichtlich, alle Stunden sind nummeriert und alle Lektionen sind nicht nur nummeriert und alle Stunden sind nicht nur nummeriert, sondern auch betitelt. Jede Lektion hat auch eine bestimmte Farbe. Im Buch kann man sich auf diese Weise auch gut orientieren, wenn man auch auf die Farbe achtet. Wir schlagen hier vor, 90 Stunden zu behandeln, je 3 Wochenstunden. Also jede Woche gibt es dann 3 Stunden, wie es dann laut dem neuen Curriculum vorgesehen ist. Im ganzen Lehrbuch, das sieht man schon am Anfang, dann gibt es dann auch Aufgaben, Übungen und Aufgaben, die auch auf der Webseite des Verlags auch durch andere ergänzt werden. Es gibt noch zusätzliche Hörtexte, es gibt diese Vorlagen zur Projektarbeit und man kann dann auch ganz leicht durch diesen QR-Code kommen. Ich weiß, dass die Kinder schon in der Grundschule mit mobilen Geräten ganz gut umgehen können und sie können dann ganz leicht also mit diesen Materialien arbeiten. Genauso hatten wir schon das Feedback bekommen, dass die Kinder in der Grundschule dieses Angebot auch akzeptabel finden. Sie nicht nur akzeptabel, sondern auch sehr aktiv, sehr intensiv arbeiten sie an diesen Aufgaben. Und so sehen wir, dass auf diese Weise auch noch eine Kompetenz, eine wichtige Lebenskompetenz oder eine also Kompetenz des Jahrhunderts, des modernen Jahrhunderts auch entwickelt wird, der Umgang mit mobilen Geräten oder die Medienkompetenz. Die Selbstevaluation, über die ich erwähnt habe, gibt den Kindern eine Möglichkeit, sich selbst einzuschätzen, ihre Kompetenzen am Ende der Stunde einzuschätzen. Sie sind hier nach dem Prinzip der Kannbeschreibungen des gemeinsamen europäischen Referenzrahmen formuliert. Und wenn man auf diese Formulierungen schaut, dann sehen wir, dass sie alle hier am Ende auf Ukrainisch verfasst sind, damit zum Beispiel auch die Eltern sich orientieren können und das auch gerne auch ihre Kinder vielleicht fragen können, wie dies und das auf Deutsch gesagt wird. Und all das, was hier formuliert wird, ist natürlich auch sehr häufig für die Handlungen im Leben wichtig. Das bedeutet, nicht nur auf Deutsch brauchen die Kinder diese Kompetenzen, sondern auch für andere Fächer oder für andere Bereiche. Und über diese Bereiche sprechen wir, wenn wir den Klil-Ansatz oder Klilich-Ansatz hier behandeln. Klilich oder Klil, diese Abkürzung kommt aus dem Englischen. Heutzutage sagt man sehr oft, dass man Deutsch ohne Englischkenntnisse kaum erlernen kann. Also ich stimme teilweise zu. Wir sehen, dass sehr viele Begriffe leider aus dem Englischen kommen und das ist hier auch keine Ausnahme. Content and Language Integrated Learning in German bedeutet integratives oder fächerübergreifendes Lernen durch die deutsche Sprache oder in Deutschstunden mit anderen Worten. Das bedeutet, dass Deutsch zusammen mit den Inhalten anderer Fächer, anderer Wissensbereiche gelernt wird. Wichtig ist dabei, dass nicht nur sprachliche Strukturen, sprachliche Regeln, Wortschatzelemente gelernt werden, sondern dadurch auch bestimmte Inhalte aus anderen Bereichen. Das alles entspricht dem natürlichen Spracherwerb. Genauso wie die kleinen Babys, wie kleine Kinder auch ihre erste Muttersprache erlernen,
geht man heute auch so auch mit der Fremdsprache um? Dadurch, dass sehr häufig mehrmals ein und dasselbe Wort, eine und dieselbe Struktur wiederholt werden. Das entspricht den Prinzipien des frühen Fremdsprachenlernens. Man muss zuerst sehr viel rezeptiv wahrnehmen. Das bedeutet, Rezeption steht vor Produktion. Man muss zuerst viel hören. Erst nachdem schon viele Strukturen oder viele Wortschatzelemente, also mehrmals wiederholt worden sind, kann man dann weiter zur Produktion kommen. Und zuerst natürlich zur Produktion von einzelnen Lexemen, von einzelnen Vokabeln, erst dann zu kurzen Sätzen und dann weiter später, dann irgendwann zu längeren Sätzen. Dann noch ein wichtiger Schritt: Verstehen steht Vorsprechen. Ja? Also man muss viel hören, viel wahrnehmen, so viele Informationen bekommen, sie verstehen, erst dann kann gesprochen werden. Und man spricht zuerst, man schreibt etwas später. Das entspricht also natürlich auch dem natürlichen Spracherwerb, wenn man die Muttersprache erlernt. Ja, man hört, kleine Babys hören zuerst sehr viel, sie wiederholen, sie versuchen nachzuahmen, sie wiederholen einzelne Laute, Wörter, später dann kurze Sätze und so weiter und so fort. Und erst dann können sie etwas schriftlich präsentieren, also etwas schreiben. Daraus folgt, dass man in der Grundschule einen großen Wert auf diese rezeptiven Fertigkeiten legt und auf, genau auf Hören, ja, auf Hören und später dann auch Sprechen. Man muss zuerst viel hören, viel nachsprechen und erst dann kommt schon die eigene Produktion. Diese Produktion, also Sie sehen hier ein sehr interessantes Wort. Ich habe das am Anfang nicht erwähnt. Das ist eine kurze Unterbrechung sozusagen, aber hier in dieser Präsentation ist dieses Schlüsselwort versteckt. Wenn Sie sich dieses Schlüsselwort merken, das auf Ukrainisch heißt Slupovanie, und wenn Sie dann auch andere Präsentationen sehen und auch andere Schlüsselwörter notieren, dann können Sie am Ende vom Verlag also bestimmte Geschenke bekommen. Ja, ich hoffe, dass Sie in den Informationen zu diesem Seminar davon schon erfahren haben. Hier also sehen Sie, bekommen Sie dieses Schlüsselwort. Ja, also notieren Sie sich, damit Sie später dann also auf Geschenke hoffen können. Und wir gehen weiter. Von rezeptiven über rezeptiv-produktive zu produktiven Übungen und Aufgaben kommen wir auch, wenn wir eine Stunde strukturieren. Man sieht also, dass dem Klil-Ansatz auch schon die Struktur der Stunde entspricht, wo sehr viel gesprochen, nachgesprochen, viel gehört und nachgesprochen wird. Und Sie sehen, dass hier auch Informationen aus dem Bereich Mathematik auch kombiniert werden. Die Apfelreime werden gehört, dann auch Zahlen ergänzt und so weiter wird dann auch gearbeitet, indem man über das Alter der Kinder erzählt und so weiter und so fort. Wir sehen, dass man natürlich schon in der Grundschule die Sprache kaum erlernen kann, wenn man Informationen, wenn man Kenntnisse aus anderen Fächern nicht bekommt. Verstehen natürlich, dass die Kinder in der ersten Klasse diese Zahlen gelernt haben, aber mit diesen Zahlen kann auch weitergearbeitet werden. Mit diesen Zahlen kann man auch ganz leichte mathematische Aufgaben machen. Und auf diese Weise helfen wir sozusagen auch den Kindern, ihre mathematischen Kompetenzen zu entwickeln, indem sie hier
die deutsche Sprache auch als Werkzeug, als Instrument benutzen. Na, und Sie sehen, dass am Ende dann auch eine Zusammenfassung, eine Selbstevaluation angeboten wird. Ich kann dann überprüfen, ob ich dieses Ziel erreicht habe oder nicht. Auch in Wiederholungsstunden gibt es auch eine bestimmte Progression. Man wiederholt zuerst das, was gelernt wurde, Wortschatzelemente oder einige Elemente, die grammatische Strukturen enthalten. Und man spricht hier dabei über solche Kompetenzen, die man auch im Leben braucht, etwas zu planen, zum Beispiel so den Stundenplan, einen Traumstundenplan zu erstellen oder auch etwas zu beschreiben, das Klassenzimmer zum Beispiel. Das alles kann man natürlich auch in interaktiven Formen, Arbeitsformen machen, in verschiedenen spielerischen Formen. Und Sie sehen, dass auch hier in diesen Wiederholungsstunden Spiele angeboten werden. Diese Spiele werden durch Bilder visualisiert, durch Redemittel auch kommentiert. Diese Redemittel und die Bilder helfen, damit die Kinder und natürlich auch die Lehrkräfte verstehen können, wie auf welche Weise dieses Spiel durchgeführt werden kann. Aber außerdem gibt es hier noch einen Verweis auf die Seite am Ende des Buches, wo das Spiel sehr genau, sehr ausführlich beschrieben wird. Über Mathematik kann man natürlich nicht nur in der Stunde oder in dem Unterricht sprechen, wo über das Alter gesprochen wird, sondern auch über die Schulfächer, über andere Sachen, die man auch im Leben, in der ganzen Welt zählen kann. So werden diese mathematischen Kompetenzen auch mit der deutschen Sprache kombiniert und Sie sehen, dass hier auch ein bisschen Mathematik auf Deutsch gemacht wird. Das sind die ersten Schritte, aber die sind auch wichtig, dass die Kinder auf diese Weise auch ihre Kompetenzen in Mathematik weiterentwickeln können. Was für dieses Alter auch wichtig ist, das sind auch Informationen aus solchen Bereichen wie Naturkunde, wo zum Beispiel Tiere, Haustiere oder Tiere auf dem Bauernhof gelernt werden. Einige Kinder brauchen diese Informationen, weil sie diese Elemente, also diese Tiere zum Beispiel, aus ihren eigenen Erfahrungen schon kennen oder sie können dann auch etwas Neues dazu lernen. Diese Tiere unterscheiden können sie, wenn sie zum Beispiel mit denen nicht noch nie in Kontakt waren, sozusagen. Also wir sehen, dass die Naturkunde auch mit der deutschen Sprache kombiniert werden kann, indem nicht nur die Vertreter der Fauna der Tierwelt angeboten, also gelernt wurden, ja, oder kennengelernt werden können, sondern auch andere Erscheinungen, Naturerscheinungen zum Beispiel im Bereich der Naturkunde. Und wir sehen, dass hier auch die Kinder die Werte auf einem Thermometer nennen können. Auf diese Weise können sie auch ihre mathematischen Kompetenzen weiterentwickeln. Also wir sehen hier eine Verzahnung von vielen verschiedenen Bereichen, Naturkunde, Deutsch, teilweise auch Mathematik, wo für die Kinder in diesem Alter diese Kombination noch also keine Schwierigkeiten bereitet, hoffentlich. Auch der Mensch, die Körperteile des Menschen können auf diese Weise gelernt werden. Und wir versuchen immer wieder, dass die mentalen Fähigkeiten der Kinder auf diese Weise durch das Schulfach Deutsch entwickelt werden können, indem sie kleine Rätsel raten,
müssen, das können Bilderrätsel sein, das können auch Worträtsel sein, wo verschiedene Buchstaben bestimmte Wörter bilden und so weiter. So hoffen wir, dass diese Spielelemente, die in jeder Stunde angeboten werden, den Kindern helfen, das Interesse für die deutsche Sprache nicht zu verlieren und sich weiterzuentwickeln. Für das Leben brauchen Sie natürlich auch andere Kenntnisse aus dem Bereich zum Beispiel der Sachkunde. So eine Kompetenz, die sozusagen auch eine lebenswichtige Kompetenz genannt werden kann, wo die Kinder zum Beispiel etwas im Leben machen können, wie etwas kaufen zum Beispiel. Sie spielen Dialoge in einem Geschäft, wo sie etwas kaufen. Sie müssen auch wissen, was bestimmte Waren kosten und wie sie diese Waren auch nennen können, wie viel Geld sie dafür brauchen und so weiter. Aber natürlich auch, was den Kindern vielleicht nicht immer so leicht ist, die Zeit, die Uhrzeit zu nennen. Und wir haben bemerkt, dass in der letzten Zeit diese junge Generation der Kinder, die eigentlich schon sich daran gewöhnt hat, dass sie immer nur elektronische Geräte benutzen, dass sie immer elektronische Zeitangaben sehen, dass sie dann sich in den analogen Uhren oder Zeitangaben sich nicht so gut, nicht so leicht orientieren. Und wir versuchen dann ihnen auch diese Möglichkeit anzubieten, dass sie sich aus verschiedenen Quellen informieren können, dass sie auch na, ein bisschen sozusagen Geschichte der Uhren verfolgen können. Also wie die Uhrzeiten auf verschiedenen Uhren genannt werden können. Wir haben da ein paar Beispiele gesehen, wie innerhalb einer Stunde die Struktur, die eine bestimmte Logik angeboten wird, diese Struktur verfolgt man auch in Wiederholungsstunden, wo auch viele Übungen und Aufgaben angeboten werden, wo integriertes Vorgehen auch gemeint wird oder angestrebt wird. Die Zahlen, verschiedene Bezeichnungen aus der Außenwelt, auch wie, was die Alter der Kinder angeht und verschiedene Spiele, wo diese Kenntnisse kombiniert werden können, wo die Kenntnisse aus anderen Bereichen integriert werden können, kann man auch in diesen Wiederholungsstunden verfolgen. Und diese Wiederholungsstunden werden dann auch mit der Projektarbeit sozusagen noch weiter erweitert oder ergänzt. Jede Stunde des Lehrbuches hat am Ende nicht nur Wiederholungsstunden, sondern auch Vorschläge für Projektarbeit. Und diese Projekte brauchen natürlich ein bestimmtes Produkt. Dieses Produkt kann sehr, sehr unterschiedlich sein, was für die Kinder in diesem Alter, in der zweiten Klasse von Bedeutung wäre. Das sind verschiedene Produkte, die sie im Fach Werken zum Beispiel auch selbst herstellen können. Hier gibt es eine sehr klare, sehr gut visualisierte Anleitung, wie man zu diesem fertigen Produkt kommt. Diese Arbeitsanweisungen sind auf Deutsch formuliert, aber natürlich mit Fotos visualisiert und auf diese Weise besteht hoffentlich keine oder gibt es hoffentlich keine Schwierigkeit für die Kinder, diesen Arbeitsanweisungen zu folgen und zu einem Produkt kommen. Da es aber Vorschläge sind, kann natürlich das Endprodukt anders aussehen. Und für uns, für Deutschlehrkräfte, ist es besonders wichtig, dass mit diesen Produkten, in diesem Fall zum Beispiel Puppen,
am Ende weiter dann auch ein kleines Theaterstück gezeigt werden kann. Und auf diese Weise sehen wir, dass die Kinder innerhalb der Deutschstunde auch werken, also geübt haben, also noch eine Stunde integriert haben sie. Sie haben Puppen hergestellt, die sie dann weiter in ihren Präsentationen, zum Beispiel in einigen Theaterstücken, die sie inszenieren können, gut einsetzen können. Noch weitere Vorschläge, wo die Produkte anders sind, beziehen sich auch auf das Werken, wo die Kinder auch etwas basteln. Und sie sehen auch, wie jeder Schritt detailliert, sehr genau, sehr ausführlich visualisiert, auch mit den Arbeitsanweisungen konnektiert ist. Und das Endprodukt sieht so aus, aber selbstverständlich kann man auch das anders gestalten. Wir wissen natürlich, wie kreativ die Kinder sind, dass sie diese Produkte auch anders gestalten können. Und auf diese Weise dann hoffentlich bekommt man eine Vielfalt von vielen verschiedenen Umsetzungen ihrer kreativen Ideen. Wir müssen natürlich auch nicht vergessen, dass zum Leben jedes Menschen so eine wichtige Frage gehört: Wie ernähre ich mich gesund? Was bedeutet gesund essen? Diese Frage gehen wir natürlich auch nach. Und innerhalb der Stunde einer Lektion oder von einigen Stunden verfolgen wir dieses Thema, diese Frage. Und am Ende können wir dann zusammen auch ein Produkt herstellen. Dieses Produkt kann aber schon essbar sein, wie zum Beispiel Obst- und Gemüsepyramiden können gemacht werden, die am Ende dann auch nicht nur probiert, sondern auch gegessen werden können. Sowas hatten wir früher in Form eines Obstsalates, ja, jetzt auch eine Kombination basteln, Deutsch sprechen und am Ende dann das alles genießen. Kann man zusammen, wenn man dabei etwas Essbares bekommt. Informatik gibt es noch nicht in dem Umfang, dass wir über die Integration Deutsch plus Informatik sprechen können, aber die ersten Schritte werden schon gemacht. Also die ersten Schritte in Informatik machen die Kinder auch in der Grundschule und aber natürlich auch in ihrer Außenwelt, in ihrem Leben zu Hause können Sie mit den mobilen Geräten natürlich sehr gut umgehen. Das können wir natürlich auch im Unterricht ganz gut ausnutzen, indem die Kinder mit ihren mobilen Geräten bestimmte Produkte herstellen können. Wie zum Beispiel kann es eine Fotokollage zum Thema unserer Klasse sein. Diese Fotokollage kann natürlich sehr unterschiedlich aussehen. Das kann nicht nur ein Plakat mit ausgedruckten Fotos sein. Das kann auch einfach eine Collage im Smartphone, wo verschiedene mobile Apps eingesetzt werden können. Wie gesagt, sehen wir hier Vorschläge, die in jedem konkreten Fall unterschiedlich realisiert werden können. Noch kreativer können die Kinder vorgehen, wenn sie ihre kleinen Filme drehen. Und diese kleinen Filme können verschiedenen Themen gewidmet sein. Sie sehen hier ein Beispiel, wie ein Film über den Spaziergang zum Beispiel gedreht werden kann. Also was die Kinder unterwegs sehen. Anschließend werden ihre kleinen Videos gezeigt und kommentiert. Unser Ziel ist natürlich dabei, dass ihre Kompetenzen ihre Medienkompetenzen auch mit den Deutschkenntnissen kombiniert werden, weil sie diese Videos kurz kommentieren, das ist mein, also ich gehe hier und die Fragen, und was machst du, wo bist du, also ganz einfache Sätze, die die Kinder in dieser Klasse schon formulieren können.
Diese Elemente, die hoffentlich die Motivation der Kinder steigern, können wir natürlich auch in anderen Formen sehen. Das sind viele verschiedene Spielelemente, die durch das ganze Lehrbuch und durch alle zusätzlichen Materialien sozusagen verstreut sind, im Arbeitsbuch natürlich, auch in Flashkarten, in Online-Aufgaben, überall sehen wir, dass diese Kenntnisse aus anderen Bereichen mit Deutsch integriert werden können. Das sind auch Spiele wie Lottospiele, man kann dann auch Sudoku-Spiele verwenden. Sudoku-Spiele, das ist vielleicht so eine sehr gute Möglichkeit, Deutsch mit Mathematik zu verwenden, weil die Sprache der Mathematik universal ist und man kann dann auch diese Elemente im Unterricht gut einsetzen, ja, Sudoku-Spiele zum Beispiel. Oder auch Rätsel aus dem Bereich Tierwelt, Naturkunde oder auch Einkäufe machen, Sachkunde. All das, was hier als ein paar Beispiele steht, zeigt, wie kreativ kann man mit diesen Informationen aus anderen Wissensbereichen umgehen. Aus den Bereichen Naturkunde, Sachkunde, Mathematik. Oder auch Biologie und unser Sport natürlich auch, wenn wir eine kleine Gymnastik machen, damit die Kinder nicht schnell müde werden und so weiter und so fort. Sie sehen hier dann noch weitere Beispiele, wie die Zahlen noch weiter geübt werden, gesundes Leben, Weise auch in spielerischen Formen auch so gezeigt wird, oder etwas Mathematik, auch Spiele dazu und so weiter und so fort. Wir sehen, wie mannigfaltig diese Angebote sind. All diese Vorschläge, all diese Anleitungen entdecken Sie am Ende des Lehrbuches. Sie sehen hier ein paar Beispiele, wie das alles gestaltet werden kann. Diese Kommentare sind auf Ukrainisch verfasst, damit sowohl Lehrende als auch Kinder die Sie gut verstehen können. So, im Großen und Ganzen ist es natürlich nur einiges, worauf wir eingehen können. Ich verstehe natürlich, dass in jedem konkreten Fall die Lehrenden, die Lehrkräfte auch andere Beispiele entdecken können, auch andere vielleicht Arbeitsformen finden können, wo sie Informationen aus anderen Bereichen, und zwar Mathematik, Naturkunde oder andere Fächer, die die Kinder in der zweiten Klasse schon haben, auch mit integrieren können. Es gibt auch echte integrierte Stunden, wo die Lehrenden alles, zum Beispiel eine Mathematikstunde auf Deutsch erteilen oder eine Stunde in Naturkunde, alles auf Deutsch erteilen. So können wir natürlich auch hier vorgehen, je nachdem, wie sicher Sie sich in einem bestimmten Schulfach fühlen und welche Themen für die Kinder in diesem Alter auch interessant sein können. So, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrer Arbeit. Ich habe geschaut, ich habe gedacht, vielleicht gibt es einige Kommentare oder Fragen. Aber diese Kommentare und Fragen beziehen sich in erster Linie auf die Qualität der Lautstärke. Und ich habe es verstanden, dass es manchmal sehr individuell war. Die einen finden alles in Ordnung, die anderen aber vielleicht etwas problematisch. So, na, wenn es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die mich gehört haben, dann bedeutet es, dass es nicht an uns liegt, ja, das ist vielleicht an Ihrem Gerät. Vielleicht müssen die Einstellungen irgendwie umgeformt oder anders gemacht werden oder vielleicht liegt es am Browser, es kann auch wohl auch sein. Gut, also ich wünsche Ihnen nochmals viel Erfolg in Ihrer Arbeit. Viele gute, talentierte, begabte, kreative Schüler und natürlich viel Verständnis seitens ihrer Vorgesetzten und seitens ihrer Familien. Vielen Dank und bis auf
Vielleicht bis auf Wiedersehen, bis irgendwann später. Vielen Dank.